Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu der Baum des Lebens. Ich hab's eine Weile nicht gemacht. Das letzte Mal habe ich gerade gesehen am 24.12.2019. Ja, da, ja, ist klar, da war ich unterwegs und jetzt mache ich das weiter. So, kurze Rede. lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich fange einfach mal an. Weil ich muss mich ja wieder reinfitzen. Halt mich mal, da komme ich schon Es klar. gibt gerade nichts zu diskutieren. Okay, das ist auch gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Ob ich hier auf dem Markt das finde, wonach ich suche? Ja, ich weiß nicht, wonach ich suche. Hatte ich auch ein Notizbuch? Ja. Ah, nein, nein, nein. Essen, Journal. Dokumente, ah, da habe ich noch nie reingeschaut. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es immer so irgendwo rausgefunden, um was es wieder ging. Ein Antiquitätenliebhaber kann hier etwas wirklich Wertvolles ausgraben. Hallo? Ich grüße Sie. Ich kann sehen, dass Sie etwas kaufen möchten. Kann ich hereinkommen und mich umsehen? Herr im Himmel, ich habe in letzter Zeit so viele Sachen gekauft, dass es unmöglich ist, reinzukommen. Ich habe alte Wälzer, Pergamente, französische Säbel von unter den Pyramiden, antike Katzenstatuen und eine Nase. Ja, in diesem Geschäftszweig muss man eine Ratte riechen können. Natürlich ist es die Nase von Kleopatra. Mein Onkel hat erwähnt, dass Sie ein Spaßvogel sind. Mein Gott, ich werde berühmt und ein wenig senil. Kennen wir uns? Nein, ich glaube nicht. Mein Onkel hat Sie öfters kontaktiert. Er war Archäologe. Ich heiße Sylvie Leroux. Ah, Leroux. Mein Onkel hieß Olivier. Ja, ich erinnere mich an ihn. Er ist gestorben, der Arme. Ich habe gewöhnlich nach alten Büchern für ihn gesucht. Ich habe ihn vor vielen Jahren getroffen, als er bei Grabungen im Tal der Könige war. Ich mochte die Umschläge von Ihren Briefen. Werden Sie lange in Kairo bleiben? Das weiß ich noch nicht. Ich suche einen Sammler. Einen Sammler? Und was machen Sie? Ich bin Archäologe, wie mein Onkel. Davon abgesehen, restauriere ich gern alte Sachen. Es gibt hier eine Menge Sammler. Sie kommen und gehen, bringen Objekte, nehmen sie wieder mit. Wahrscheinlich kennen Sie alle. Viele. Offensichtlich kann dieser Sammler in der Altstadt gefunden werden. Er interessiert sich für die Archäologie von Atlantis. Ha! Existiert so etwas überhaupt? Wenn nicht, sticht er noch mehr aus der Masse heraus, finden Sie nicht? Das ist ein guter Punkt. Aber jetzt muss ich jemanden finden, der mir hilft, mein Lager auszuräumen. Ich werde mich ein anderes Mal nach ihm erkundigen. Bitte helfen Sie mir, um meines Onkels willen. Wenn ich diesen Sammler finde, wo soll ich eine Nachricht für Sylvie Leroux hinterlassen? In der Pension in der Seitenstraße. Sagen Sie dem Jungen, sie wäre für die Ausländerin. Er erinnert sich vielleicht nicht an meinen Namen. Ah, Sie sind bei Ali abgestiegen. Ja, seine Eltern sind nicht da. Er macht einen großartigen Job. Wann werden Sie etwas wissen? Sie sind in Eile? Ein bisschen. Das Geschäft Ihres Lebens, hä? Ich hoffe, es funktioniert. Also sind Sie wahrscheinlich sehr beschäftigt. Was meinen Sie? Nein, ich möchte Sie nicht zum Abendessen einladen. Dafür bin ich zu alt. Ich habe eine andere Idee. Ja? Sie sind ungeduldig. Das Geschäft Ihres Lebens wartet und nichts passiert. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Soll ich etwas ausgraben? Jetzt machen Sie Witze. Sehen Sie es sich an. Ein Seidentuch. Hübsch, aber schrecklich dreckig und blutverklebt. Richtig. Ich habe Angst, es anzurühren, weil ich es nicht beschädigen will. Ich kann es versuchen. Und Sie hören sich um? Ich kann es auch versuchen.
Was kann es schon schaden? Ich frage mich, wer seinen Auftrag zuerst erledigt hat. Sie werden den Job schneller erledigen, als ich es könnte. Während Sie das tun, wobei ich normalerweise erfolgreich bin. Versuchen Sie zu sagen, dass ich ein besserer Restaurator als Sie bin? Darüber gibt es keinen Zweifel. Also sind wir im Geschäft. Auf Wiedersehen. Mein Rücken bringt mich um. Wetter? Ob Wetter oder nicht. Man ist so alt, wie man sich fühlt, nicht wahr? Tschüss. Auf Wiedersehen. Es muss ziemlich vollgestopft sein, wenn er mich nicht hineinlassen möchte. Ich hoffe, er tut sein Bestes, um den Sammler zu finden. Wow, alter Mann, jetzt haben wir ein... Blut und Tinte haben die alte Seide verklebt. Blut ist natürlich nicht so gut rauszubekommen. Wir haben hier Seife, habe ich, sehe ich gerade. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, kann ich mit dem sprechen? Wasserpumpe, ich glaube nicht, dass mich das jetzt momentan interessiert. Das ist erledigt, mit dem muss ich erstmal nicht mehr sprechen, wie es aussieht. Geht's hier hinten? Alles in dieser Stadt ist so farbenprächtig und riecht so intensiv. Ah, stimmt, sie konnte ja auch rein. Ja, ich weiß, es ist, war Weihnachten, das ist erst jetzt nicht mal 2 Wochen her. Ich weiß. Meine Güte. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich heute aufnehme. Guten Tag. Möchten Sie handeln? Wie läuft das Geschäft? Wenn Sie etwas kaufen, läuft es gut. Tschüss. Schauen Sie mal wieder rein. Wow, das war ja sehr, sehr... Haben wir Hotz? Hotz? Nein. Was ist mit dem Kamel? Was hat das für ein Problem? Ja. Fass es doch mal an. Nein. War nicht irgendwo was zu kaufen oder zu finden? Ja. Ja, der will mit mir nicht reden. Ich weiß aber auch nicht. Warum kann ich jetzt keinen Stand so betrachten? Was nützt mir das hier überhaupt? Oh, was für ein Durcheinander von Rohren und Schläuchen. Ich wette, jeder wollte seine Wasserversorgung selber anschließen. Ach du Scheiße, shit. Ja, ich würde mal meinen, das nützt mir noch gar nichts, weil da weiß ich nichts damit anzufangen. Ich gehe erstmal zurück. Moment, ich will ja nicht nerven, aber ich wollte vorne da hinten schauen, ob es da noch was gibt. Hier sind die Pumpen, hier ist das und bla. Okay. Also, Freunde, wir machen zurück zu Ali, unserem kleinen Kumpel. Mal sehen, was er so weiß. Ist dir nicht langweilig, so allein? Meine Freunde schauen manchmal vorbei, aber ich beneide sie nicht. Ich bin lieber hier als in der Schule. Und wenn sie da interessante Sachen lernen? Interessant? In der Schule erzählen sie uns nie etwas über Atlantis, aber sie schon, ja? Sicher. Morgen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Viel Spaß! Ja. Zuerst muss ich das getrocknete Blut entfernen. Okay. Das getrocknete Blut. Geht nicht. Wieso geht der Wasserhahn nicht, oder? Denk nach. Naja, jetzt geht das wieder los. Probieren geht über... Oh Mann, ey. Papierkorb, getrocknetes Blut, wie kriege ich denn getrocknetes Blut los? Geht nicht. Sie könnte wirklich mehr erzählen, als wie jetzt geht nicht. Das nützt mir auch nichts, wenn sie nur geht nicht sagt. Oh, also das könnte ich da irgendwas hinlegen.
Geht nicht. Mädel, das ist so irgendwo... Probieren geht über Stud... Oh, Alter. Probieren geht über... Ich hab ja auch keine, oder hab ich doch... Ja, ich hab Hotspots. Ich hab das Fenster und hab das, ja. Und keine Ahnung. Ich bin jetzt total ahnungslos. Wie soll ich bitte schön das Blut rausbekommen, wenn du mir nichts erzählst und nur... Oh, was ist denn hier unten? Ah, Leo, Leo, Leo. Das ist keine gute... Also, wir haben eine Schüssel und ich schätze mal, wir brauchen noch Wasser. Und das kriegen wir, denke ich mal, hier oben. Und wie du sagst, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht, ist nicht. Okay, Seife. Jawohl, okay. Ich bin wieder am... Handwäsche ist immer am zuverlässigsten. Ich werde nicht mit einem nassen Tuch in der Tasche herumlaufen. Ich sollte es irgendwo zum Trocknen aufhängen. Okay. Da war doch noch was. Also kann ich das bestimmt hier aufhängen, ja. Ist es nicht schön? Das ist keine gute Idee. Wieso ist das keine gute Idee, du Schnalle? Erzähl. Wir brauchen eine... Mann, nee. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht verquatsche. Okay. Muss ich noch was machen mit dem Tuch? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht, was ich fragen sollte. Moment. Nein, die Seife habe ich ja schon benutzt. Jetzt, da... Die weichen Borsten an diesem Pinsel könnten bei Restaurierungsarbeiten nützlich sein. Ah, okay, dann nützt das alles. Ja, wäre ja unlogisch für das Tuch. Oh ja, hier steht wieder jemand. Nach hinten geht's nicht. Hier gibt's nichts, oder? Müll. Habe ich da schon geschaut? Ich glaube schon. Ja, ich habe hier das Fragezeichen. Da komme ich jetzt erstmal am besten, ehe ich jetzt hier rumherlaufe, wie... Ja. Es gibt nichts zu diskutieren. Ja, das ist schön, dann weiß ich nicht. Da weiß ich, dass das mir nichts bringt. Ja, die Schüssel habe ich. Hier sind zwei Stände. Einer möchte nicht mit mir sprechen. Mit ihm muss ich, glaube ich, nicht mehr. Oh, doch. Ich habe das Blut vom Seidentuch entfernt. Es trocknet in meinem Zimmer. Bravo! Was halten Sie davon? Ich habe mich noch nicht um die Tinte gekümmert, aber ich habe schon eine eingestickte Inschrift freigelegt. Sehr interessant. Worum geht es? Es ist in Französisch. Haben Sie sich in der Stadt umgehört? Ich habe mich keinen Zentimeter bewegt. Also soll ich meinen Auftrag zuerst erledigen? Ich spreche Französisch. Wie lautet die Inschrift? Macht de Saint-Germain, an Bord der Mary Celeste 1872. Ah, eingestickt? Ja. Ein Passagier an Bord hat eine Menge Zeit. Ist es authentisch? Wahrscheinlich. Wenn dem so ist, ist das außergewöhnlich. Ich glaube, ich kann eine eingestickte Karte erkennen. Zu schade, dass genau da ein Tintenfleck drauf ist. Werden Sie ihn entfernen? Werden Sie den Sammler finden? Bisher habe ich nur seinen Diener gefunden. Haben Sie? Aber Sie waren die ganze Zeit über hier. Ich muss nicht herumspazieren, um ein Treffen für Sie zu arrangieren. Sie haben es also geschafft. Gehen Sie in das Café an der Ecke. Vielleicht ist sie schon da. Erstaunlich. Wie lange sind Sie noch hier? Das Seidentuch wird bei Anbruch der Dunkelheit fertig sein. Ich werde hier warten. Ich habe noch so viel zu erledigen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ah, okay, er hat was entdeckt. Okay, wir kommen langsam voran und da werde ich mich auch mal in die Gasse wieder begeben. Ich rieche das Aroma von Kaffee. Ein kleiner Schwarzer würde mir jetzt gut tun. Okay, welches?
Ah, jetzt kann ich hier rein. Das kam mir schon so komisch vor, dass ich hier nicht rein kann. Ich mag die Stimmung in diesem Café. Ich werde mit dem Besitzer sprechen. Ich bin es wieder. Wie geht es Ihrer Geschichte? Wächst wunderbar. Sie ist schon ein mittelgroßer Busch. Schön zu hören. Wartet jemand auf mich? Vielleicht. Warum sind Sie in solcher Eile? Wie ist es mit dem Antiquar gelaufen? Gut, wir sind miteinander zurechtgekommen. Dann haben Sie Glück. Das schafft nicht jeder. Ist er so schwierig? Er ist ein Antiquar. Wenn man mit ihm auskommen will, muss man etwas Billiges sehr teuer kaufen. Ich hoffe, in meinem Fall ist das anders. Oh nein, Ihre Geschichte hat einen neuen Antrieb bekommen. Dort, im hinteren Teil, hinter dem Raumteiler. Hier ist es gemütlich. Nicht wahr? Aber es ist leer. Ich dachte, hier wäre es etwas voller. Wir schenken kein Alkohol aus. Abends wird es hier voller. Bis dann. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Okay. Raus und okay, dann gehen wir mal hinter. Mal sehen. Kaffee im Orient gebrüht. Was für ein Duft. Hallo, ich bin Sylvie Leroux. Ich heiße Fatima. Spielen Sie mit mir. Können wir reden? Spielen Sie zuerst mit mir. Wie sind die Regeln dieses Spiels? Die sind leicht. Kennen Sie Blackjack? 21? Ja. Dieses Spiel geht wie Blackjack, aber Sie müssen 50 erreichen. Wir würfeln abwechselnd. Mit allen Würfeln? Das liegt an Ihnen. Sie können jederzeit genug sagen. Wer dichter an 50 aufhört, hat das Spiel gewonnen. Lassen Sie uns spielen. Möchten Sie spielen? Lieben gerne. Puh. Ah, okay. Passend steht hier unten. Näher an 50, okay. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ich muss die Würfel auswählen. Also ich kann am Anfang kann ich natürlich. Na, wenn ich nah an 50 sein will, das ist wahrscheinlich Zufallsgenerator, oder? Schätze ich mal. Ich würfle. Ich warte. Ich würfle, ich warte. Was habe ich, wo steht's? Sylvie de Roux 14, Fatima 0, okay. Würfeln Sie, Fatima. Ah, sie hat 19. Ich habe immer... Also näher an 50. 1, 2, 3, 4, 5. Und die alle nehme ich... Nein, nicht passen. Hat's das jetzt etwa wieder weggedrückt? Nein, das ist ja die Menge der Würfel. Das hat ja nichts mit den Zahlen. Das wird doch nicht gewürfelt. Oh, ich würfle. Ich warte. Würfle, ich warte. 27. Ja, das. Würfeln Sie, Fatima. Eine Weile dauern. Achten Sie auf den Wurf der Meisterin. Ja, bei 27, 30, 40, 50 würde ich sagen, da bin ich mit 3 Würfeln bedient, oder? Ich würfle. Ich warte. Könnte es sein, dass ich gleich drüber komme. Was, 31? Habe ich nur ein? Würfeln Sie, Fatima. Alter Schwede, ich habe nur einen Würfel. Achten Sie auf den Wurf der Meisterin. Habe ich echt nur einen Würfel jetzt angeklickt? 48, ey, das gibt es nicht. Ich würfle. Ich warte. Ja, dann mach ihn. 49. Würfeln Sie, Fatima. Ich höre auf. Ich auch. Würfeln Sie, Silvi. Ganz bestimmt nicht. Ach, genug. Glückwunsch, Silvi. Super.
Ich hab's am Anfang gleich geschafft, aber durch Zufall, weil ich diesen einen Würfel nur markiert habe. Wow, bin wieder stolz. Es hat Spaß gemacht. Danke fürs Spielen. Möchten Sie Kaffee? Bedienen Sie sich. Dankeschön. Wo kommen Sie her? Ich lebe in Paris. Guter Kaffee. Leute aus Paris essen gerne. Waren Sie schon einmal dort? Oh ja, mir hat es sehr gefallen. Arbeiten Sie für den Sammler? Ich diene ihm. Und was machen Sie? Ich bin Archäologin. Das muss ziemlich faszinierend sein. Das ist es ganz sicher. Wie heißt der Sammler? Sie suchen nach ihm und doch kennen Sie seinen Namen nicht? Seltsam, nicht wahr? Dann lassen wir es dabei. Und was, wenn ich mich irre? Sehen wir weiter, nachdem wir uns unterhalten haben. Als ich noch klein war, habe ich immer den Kaffeesatz mit Zucker ausgelöffelt. Meine Mama wollte das nicht, aber ich habe es unter dem Tisch versteckt gemacht. Unsere Kinder dürfen Kaffee trinken. Was machen Ihre Eltern? Es sind Ethnografen. Vor einem Monat sind sie nach Papua gegangen. Ihre Familie reist gerne. Das muss ein wundervolles Leben sein. Ja, ich bin trotzdem ein wenig besorgt. Ich habe wochenlang nichts von ihnen gehört. Ist dies das erste Mal, dass so etwas passiert? Nicht wirklich. Sie sind irgendwo in den Bergen, im Dschungel. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, in Verbindung zu bleiben. Also hoffen Sie das Beste. Ich bin eigentlich daran gewöhnt. Sind Sie verheiratet? Nein, bin ich nicht. Europäer heiraten ziemlich spät. Wie ist es bei Ihnen? Ich habe meinen Mann verloren. Tut mir leid, das zu hören. Kann ich Ihren Arbeitgeber sprechen? Warum wollen Sie meinen Meister sehen? Ich untersuche gerade eine Kiste, die einem spanischen Konquistador gehört hat. Ponce de Leon. Und darum sind Sie hergekommen? Ja. In der Kiste war ein Krug, der angeblich bis hierher gelangt sein soll. Woher wissen Sie das? Ich habe in Venedig davon gehört. Von? Ich habe es von Gaetano gehört, dem Präsidenten der kulturellen Gesellschaft. Aber ein anderer Sammler, Graf Saint-Germain, hat mich überredet, hierher zu kommen. Saint-Germain. Kennen Sie ihn? Ich habe den Namen schon einmal gehört. Gibt es etwas, das Ihre Worte in den Augen meines Meisters untermauern kann? Sie meinen so etwas wie Referenzen? Nein, eher ein Gegenstand, der mit der Kiste zu tun hat. Der Krug ist angeschlagen. Ich habe eine Kopie des Ausgießers, der zum Rest des Kruges passen sollte. Ja, das wäre ein Beweis. Ich müsste für einen Augenblick weg. Würden Sie auf mich warten? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich habe ein paar Samenkörner, die früher mal in der Kiste aufbewahrt wurden. Die hier? Die sind 500 Jahre alt? Ich glaube, sie waren in dem Krug, bis er zerbrochen ist. Darf ich sie nehmen? Wird das Ihren Meister überzeugen? Ich glaube schon. Wenn ich mich recht erinnere, waren ein paar Samenkörner am Grund des Krugs. Also kann er sie mit diesen vergleichen. Waren Sie jemals versucht, mit unbedecktem Gesicht herumzulaufen? Natürlich war ich das. Haben Sie es versucht? Möchten Sie ein Geheimnis hören? Darf ich? In Paris bin ich mit unbedecktem Gesicht herumgelaufen, in Jeans und T-Shirt. Zu schade, dass es nur dort war. Und Sie? Waren Sie schon einmal in Versuchung? Was zu tun? Sich so zu kleiden wie ich? Nein, das würde ich sowieso nicht können. Das ist verrückt. Schmecken die verbotenen Früchte nicht am besten? Ich habe mich einmal wie eine Nonne angezogen. Wie war es? Ich wollte nicht, dass mich jemand erkennt, daher war ich nervös. Aber der Habit war eine sehr gute Verkleidung. Am Ende hat man doch ein paar Vorteile. Zum Beispiel? Man kann O-Beine, kleine Brüste oder hässliche Lippen haben und sieht immer noch genauso attraktiv aus wie andere Frauen. Das nenne ich Gleichheit. Aber Sie müssen zugeben, dass er das Ausdrucksvermögen einschränkt. Sicherlich. Aber es ist wie beim Sprechen. Man kann die Aufmerksamkeit durch Geschrei auf sich ziehen oder jemanden mit Geflüster erreichen. Ich wette, eine Menge Männer haben sich wegen ihres Aussehens in Sie verliebt. Es gab nur einen Mann in meinem Leben. Ist es für Sie wichtig? Was? Ihn zu treffen? Ihren Arbeitgeber? Ja, darf ich? Er denkt darüber nach. Er wird Ihnen über den Antiquar eine Nachricht zukommen lassen. Hat er Sie gebeten, mich zu überprüfen? Ja. Aus bestimmten Gründen muss er sehr vorsichtig sein. Halten Sie Ihr Treffen geheim, okay? Okay. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Ich hoffe, wir treffen uns wieder.
Ich mag diese Frau. Ich hoffe, sie überredet den Sammler, sich mit mir zu treffen. Diese Frau trägt ein tolles Parfum. Ja, toll, schön, toll, toll. Okay, aber ich bin der Meinung, irgendwas... Nein. Okay, ich gehe erstmal raus. Wie ist es gelaufen? Sie ist sehr nett. Oh ja, eine Klasse für sie. Und ihr Parfum, wie war der Kaffee? Mochten Sie ihn? Sehr. Freut mich zu hören. Vielleicht möchten Sie jetzt eine anständige Mahlzeit? Nein, danke. Ich muss weg. Ach, immer in Eile. Manchmal muss man etwas langsamer machen. Ich habe mich noch nicht um alles gekümmert. In Ordnung, in Ordnung. Werden Sie die Rechnung bezahlen? Oh, ich habe kein Geld eingesteckt. Dann vielleicht Ihre Freundin. Ist das peinlich. Warten Sie bitte eine Minute. Bis dann. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Boah, das wird ja mal länger. Sie ist unbemerkt verschwunden. Was für eine mysteriöse Person. Okay, unbemerkt verschwunden, das ist mein Stichwort. Ich werde jetzt auch mal unbemerkt verschwinden. Und zwar für diesen Part. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja, geht's weiter. Keine Angst, ich werde es nicht mehr so lange hängen lassen. Der nächste Part folgt so bald. Bis zum nächsten Mal, genau hier an dieser Stelle bei Der Baum des Lebens, das Vermächtnis. Ja, so ist das, wenn man einige Dinge doppelt, also andere noch aufnimmt. Okay, bis dann und ciao.